Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder zum zweiten Teil von Uncharted. Wenn es schon vielleicht der dritte ist, kann auch sein. Aber wegen Kapitel werden wir sehen. Und jetzt ist Marco an der Reihe zu spielen. Ja, ich probiere jetzt mal mein Glück. Und da freue ich mich schon drauf, mal gucken, wie er sich anstellt. Ja, und ich muss jetzt erstmal vorsichtshalber nochmal alles testen. Okay, das war das. Gut, das ist Nachladen, okay. Das ist Springen, das ist Boxen, sehr schön. So, okay, wir haben ja jetzt hier dieses U-Boot gefunden, dieses deutsche U-Boot, wie der Drake gesagt hat. Und ich gucke jetzt mal hier, ob wir hier irgendwie irgendwo hinkommen. Ich würde mal... Ups. Juhu! Ich glaube, man kann dort tauchen. Oh, wie? Frag mich nicht. Sieht aus, als ob das eine Schiene im Wasser wäre. Also, tauchen kann ich jetzt gerade hier irgendwie nicht. Siehst du das? Da strahlt irgendwas. Bei Wasserfall. Ob da eine Schiene liegt oder so. Ja, ich sehe da jetzt gerade nicht wirklich was. Ich gehe jetzt einfach mal hier und mach das selbst. Ah, super. Ja, okay. Ach, hier geht's hier weiter, oder? Ah, anscheinend kannst du da oben drauf. Das müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Ah, okay. Ja, das ist mir ja schon richtig gegangen. Das werde ich machen. Und hepp. Ah, sehr schön. Ach nee, schwingen. Schwingen. Ich bin wie bei Tomb Raider. Irgendwie loslassen, bestimmt rechts. Warte mal, noch weiter runter. Noch weiter runter. So, jetzt. Schwingen. Und und da hat er fast gekotzt. Hat funktioniert. Ja. Super, und hopp. Und hopp. Oh, ja klar. Ich krieg die ganzen Schwungpartien. Ist doch schön. Super, hopp. Ist auch viel Klettern, ein bisschen Assassin's Creed Style hier. Ja, na und Tomb Raider vor allem. Sowieso. Ja. Was wollen die mir jetzt damit sagen? Nix. Sie sagen, kletter weiter. Ach hier. Ah ja. Yeah. Oh mein Gott. Jawohl. Okay. Ich schwinge und ciao. Nein! Oh. Und yes. Das war das erste Mal, dass man... Oh Mann, Drake kann sterben. Ja. Alter, guck mal, der hängt irgendwie da wie so ein Schluck Wasser. Vielleicht braucht ein Schluck Wasser. Ja, war doch gerade im Wasser. Ja, das ist aber, kannst du ja nicht trinken, oder? Naja, wenn man tauchen würde... Das Durchfall dann. Ja, das macht ja nichts. Deswegen ist dir sein T-Shirt so dreckig. Weil wir am Anfang ist das noch ich so weiß, übel, was du dir denkst, aber wenn das auf dem T-Shirt wirklich das ist, was du gerade denkst, das will ich nicht wissen. Ich habe zu viel Wasser getrunken, da kam es wieder hoch. Ich denke, das ist einfach nur hart erkämpfter Schweiß. Das ist sein Klicks-T-Shirt. Ich glaube, das wechselt er auch ab und zu mal. Das will ich aber jetzt nicht. Am Anfang war es noch weiß. 2 Minuten später, wo wir das erste Mal im Wasser waren oder so, war es dann dreckig. Hat der einen Taucheranzug an? So, jetzt eine Verkacken. Ist das die Stelle? Ja. Okay. Warte mal, kann man hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich glaube, du brauchst schon Schwung ein bisschen. Ich muss ja weiter runter, weil sonst baut er sich nicht auf. Ui. Ui. Und. Ui. Jappa! Boah. Okay, das hat geklappt. Alter. Und da hat's geblinkt. Sieht aus, als ob's einen Schatz gäbe. Da macht's blink, 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 blonk. Wird es unser erster Schatz? Vor allem, wie super man den Schatz sieht, ne? Also, du siehst hier nur. Blink. Was ist das? 18 von 16 Schätzen gefunden. Ja. Ach so, gut. Dann habe ich anscheinend sehr fleißig beim ersten Mal Durchspiel gesucht. So, wie komme ich jetzt hier wieder? B. Okay. Ich meine, natürlich. Na, Kreis. Kreis. Ist ja kein Xbox-Controller. Bei Xbox wär's B. genau. Siehst du? Aber es hat geklappt. Ja, super. Sonst wäre ich jetzt wieder abgestürzt. So, und. Hepp. Hey, pass da oben auf. Da geht's tief runter. Das musst du mir nicht sagen. Ich bin schon gestorben, Mann. Oh. Jetzt wird's dunkel. Geht's da hier lang? Hallo? Hallo? Nein, okay. Okay, so, da geht's hier lang. Ui! Jawohl, schön. So. Jetzt gucken wir uns erstmal die hier Sonne, die Alter. Schöne Gegend an. Hier so. Ach, herrlich, ja, schön. Hier runterspringen, weil da hinten glänzt was. Das wäre jetzt schön. Da ist nämlich ein Schatz da hinten. Gell? Hast du gesehen? Ganz da hinten, da blinkt's. Sehen, ob wir da irgendwie hinkommen. Ich glaube, du musst einfach nur weiter, ja. Erstmal. La 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 la. Ja, ein bisschen Nervenkitzel. Muss auch mal sein. Da. K
Okay. So. Ach, ich muss einfach so runter. Auf jeden Fall runter. Kante zu springen, ja, das sagst du mir. Ja, nein! Du hast zweimal gedrückt. Ich dachte, ich muss mich festhalten und dabei drücken. Ah, gut, das hat hier gespeichert. Hep. So, jetzt machen wir das. Ja, muss das erstmal eine Steuerung sich gewöhnen. Genau. So. 1, 2, 3, 1. So. Tun wir uns jetzt gleich mal so. Aber das Spiel hier ist auch eigentlich nicht so leicht. Also, man stoppt schon mal. Nee, das sieht mies aus, deswegen machen wir das so hier. So, und jetzt muss ich dran denken, der hält sich schon alleine fest. So. Das war nämlich der Fehler. Ich dachte, ich muss extra nochmal drücken. Ich glaube, du musst darüber springen, ja. Darüber? Ja. Okay. Ah, ah nein! Oh. Nein! Nein, du! Oh nein. Okay, du kommst da wieder hoch anscheinend. Okay, das war jetzt... Okay, vielleicht... Ah, es hat geklappt, aber trotzdem. Hey, super! Jetzt bloß du darüber fallen wieder. Nein, nicht runterfallen da. Nein, nein. Jetzt lädt er mir nochmal alles. Alles gut. Aber cool, cool gemacht. Ich dachte jetzt wirklich, das war's wieder. Jo, jetzt wirst du deinen Schatz da vorne. Genau, jetzt hol ich meinen Schatz. Hallo, Sammy! Ja, da ist er doch. Wie Sammy. Nennst du den? Oder wie ist denn der? Sully, sagt Sully. Er mal. Hallo, Sully! Sullivan! Sullivan. Sullivan Crusoe. Wie auch immer. Oh, goldenes Ohrring. So. Okay, jetzt musst du noch eine Luke finden, dann können wir in das rostige Ding Luke. Rein. Luke, ich glaube, die Luke ist da oben. Oh. Ja, ich denke auch. Ja. Bei einem deutschen U-Boot muss das so sein. Sehr witzig. So, verabschiede ich mich erstmal hier. La 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 la. Hui. Oh, bei Knöpfe. Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Was? Man sieht jetzt noch Blut? Vor allem die Frage, was für Suppe? Gab's dort Hühnersuppe, Kartoffelsuppe oder was gab's? Weil da Blut ist auf dem Boden noch. Ja, da ist Blut. Der sagt Blut und Suppe. Was meint er mit der Suppe? Ich will es gar nicht wissen. Dann kriegt man klar Appetit auf lecker Suppe. So, jetzt hier. Ist verrostet. Los, 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 komm, Trey, komm, los. Was? Nee, Quatsch, also hier. Zack, zack, zack. Nee, das war schon richtig. Nee, so. Mit den rechten, oder? Ja, war schon richtig. Passt. Linken war es natürlich, lol, rechts. Ja. Yeah, Alter, wie weit das runter geht hier. Ist hier irgendwas? Nee. Oh. Hallo? Na lecker. Krass. Münzen. Money, money, money. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Nur eine einstecken, ich hätte alle genommen. Da müsste jetzt aufstehen. Wo kam das denn her? Da müsste er sagen, von der Sparkasse. Ich glaub, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Ja, und ich bin natürlich so gut und habe bloß eine Münze mitgenommen. Damit die anderen noch was davon haben. Die das hier finden werden. Hä, hey, was? Achso. Na komm, na komm, na komm! Ziehen, Junge! Los, 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 los. Komm. Mach das Ding auf. Sehr schön. Sag mal hier, alles nass hier, oh, die Hose schon wieder. Oh, das ist so. Alter, krass, jetzt wird er total nass. Achso, da kann ich mal laufen. Geht's wieder hoch? Oh, sieht gut aus. Hallo. Gemütlich. Ja, guck mal hier, oh, Staub. Guck mal, Goldnebel. Oh. Liegt dort Dosenfutter. Was? Dosenfutter. Na, da liegt auch was. Wo denn? Wo war das? Na, wenn du zurückgehst. Ach, du siehst es nicht mehr. Ach so, schade. Schade, die Dosen hätte ich gern gesehen. Wer weiß, was das Leckeres war. Das ist noch ein bisschen Blut. Oh ja. Sieht so frisch aus, das Blut, das gibt's doch gar nicht.
Stimmt allerdings. Ja. Ich hab schon drauf gewartet, in dem Moment so. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Ach, was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Bin ich gerade irgendwie lustig. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. Gott, der Hitchcock-Hinsplan. Ja, guck's einfach, wo da steht UK. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Ja, Sullivan! Oh oh. Das gibt Probleme. Aha. Aber irgendwie finde ich das Gesicht von dem Captain so mit feierlich irgendwie, sieht lustig aus. Ich weiß auch nicht warum. Den Arsch halt. Das war wie damals bei Resident Evil, muss ich auch feiern. Bei irgendeiner Szene. Du musst ja wieder zurück, ne? Aber ich will noch mal gucken, vielleicht gibt's ja hier noch. Weil das sah so aus, wie als ob es hier irgendwie weitergeht. Das ist jetzt so ein bisschen wirklich Resident Evil 1 und 2 Style. Aha. Einfach nur so in den Räumen rumlaufen können. Ja, aber das war jetzt wirklich eine sehr gute Sequenz gewesen mit dem Captain. Okay, das ist zugegangen. Na. Das geht woanders raus. Gut. Oh. Oh, oh. Das ist wohl nicht gut. Ich glaube, das hätte sich verpissen. Auf geht's. Der macht Level da alles kaputt. Ach, macht er alleine. Oh, er kann tauchen. Hallo. Weißt mir, reicht mir die Flosse gelassen. Hey, hey. Das ist wieder Bösewicht hier drin. Deine Freunde, Sully? Ah, okay. Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Der da oben wird nicht glücklich. Sie hätten etwas dort drin gefunden, ja, stimmt. Mr. Drake. Bumm. Das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Gut, dass wir den Schatz geholt haben. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Ach du Dreckskerl! Es war Abgang. Wir halten tot. Was? Scheiße. Okay, wir haben es 5 Sekunden geschafft. Abzauern.
Ja. Ja, ist... Nein! Oh, Alter. Los, rennen! Alter, das gibt's doch nie. Kannst, mit Rollen und so. Mit Viereck und Dreieck. Ja, mit... Und schlagen. Ach nee, mit Viereck, oh, Alter. Da ist ja gerade bei dir vorbeigelaufen. Ja, ich... Ich weiß schon. Alter! Du kriegst mich nicht! Ja, genau, verpiss dich. Verpiss dich, Junge, ich habe... Hallo? Okay. Langsam, Cowboy. Bam. Alter. Am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Psst. Oh. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Also, wie sind die jetzt an denen vorbeigekommen, ohne die zu sehen? Also, das war ja jetzt... Ja, waren zu blöd. Also, nee, das... Oh, oh. Leute, scheiße. Ja, ah, verdammt. Ja, Mist, bleiben Sie ruhig da, wo Sie sind. Alter. Haha. Was war das denn? Willst du mich verarschen? Pass auf. Schmeißen Granaten. Alter, ihr Schweine. Geh weg. Lade nach. Boah, ich habe es selber noch. Pass auf, du musst mal in Deckung. Na, wie stabil sind denn die? Nein. Naja, gut, zwei von dreien. Und die alte steht nur dumm rum, ne? Also echt, na, das ist doch. So, wie kann man jetzt hier in Deckung eigentlich? Immer in Bewegung bleiben eigentlich. Das war schon immer so. Kann man hier eigentlich in Deckung gehen? Mit B halt, sag ich jetzt mal Kreis. Oh nein. Ah, okay. Scheiße. Okay. Alter, was? Nachladen war unten drunter, genau. Okay. Jawohl. Autsch, das hat weh, Leute, hier. Okay. Alter. Das ist echt. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass man hier selber zielen muss. Dass es kein Auto-Aim gibt. Gibt's ohne. Das ist das zu einfach vielleicht. Ja, das würde ich jetzt. Du musst immer bei Leichen mal vorbeischnicken, weil die haben meistens noch Muni. Ist da nicht gerade noch einer gewesen? Oder eine neue Waffe. Also immer schön gucken. Immer schön looten hier. Hast du noch was? Nee, gut. Munition ist voll. Okay. Boah. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Ach, wow, Alter. Schlagen! Oh, du hast eine AK. Hm, gut. Ja. Eine AK-47. Schön. Ja, gut. Das ist nur Licht. Eine Flare. Ah, okay. Ich glaube, das war Sackgasse, oder? Ach nee, da war... Uah. Oh, verdammt. Alter, wieso hat er jetzt, ne? Wieso? Waffenwechsel kann ich dir jetzt ohne sagen, aber es geht irgendwie. Wieso hat er jetzt die Waffe gehabt? Mit Viereck? Warte. Los geht's. Oder mit irgendeiner Taste. Mit der Kreuzsteuerung? Mit der hier? Ja, mit der. Nee. Müsst nach links drücken. Jetzt, ah, okay. So, ah, gut, muss ich erstmal noch dran gewöhnen, dass ich schießen, genau. Schon mal falsch geknüpft. Springt glaube mehr, wenn du immer so kurz. Nein. Wow. Nein. Mädel, kannst du schießen? Ganz ruhig. Lenk ihn ab! Alter, stirb! Stirb! Oh, nicht schlecht jetzt, oh Gott! Also, echt jetzt hier, ich. Stirb endlich! Geh hin und klapp ihn um! Warte, ich muss nachladen. Oh! So. Okay. Geh nochmal gucken, ob die Muni haben, ne? Ja, ich guck auf jeden Fall, natürlich. Ich tu die immer abluten hier. Ja, haben sie. Das ist ja ganz wichtig. Also, wir haben ohne nämlich. Da ich schnell nachladen oh, kann, ja. Wow, hat schon gesehen, hat schon gesehen. Ich weiß schon. Ah, das ist doch die Stelle, die du vor uns freigemacht hast. Ja, wo du dann rumgesprungen bist. Ach so, jetzt verstehe ich das, wir laufen noch zurück. Die ganze Zeit. Wir müssen ja zurücklaufen, wir haben ja alles. Gibt ja keinen anderen Weg anscheinend. Nee. Das ist, wow. Oh, Alter! Spring hoch. Ich habe jetzt gedacht... Du musst X drücken, wenn du springst. Ja, nee, aber ich dachte, der springt von alleine. Ja, manchmal ein bisschen, aber nicht immer. Ja, ich bin immer noch an die Spiele gewöhnt, die da so alleine springen und sowas. Ja. Wow! Kommt der Affe her. Gut gemacht. Echt geil. So, der hängt auch... Und weg ist er. Guten Flug.
Was ich auch so geil finde an der Uncharted Reihe ist ihre gute Hintergrundmusik, die Flair Geschichte. Und so macht halt. Mhm. Die werden den nächsten Teil noch besser, also. Okay. Die ist jetzt schon gut, aber. Also die Dschungelgeräume. Ja, das passt sowas. Alles immer, Musik und so. Ja, das haben sie immer gut angepasst. Man fühlt sich irgendwie die ganze Zeit so, ob man Indiana Jones spielt oder so. Also, ja, oder Tomb wirklich. Raider. Oder Tomb Raider, genau. Bloß halt mit einem neuen Hallo. Charakter. Ja, ist. Dann am Anfang vielleicht ein bisschen arrogant rüberkommt, aber eigentlich ganz nett ist. Ja. Alter, bist du blöde Mädel? Du kannst doch nicht einfach. Kann die sterben? Ich glaube schon. Mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass ich sterben kann. Schieß die einfach mal ab und dann werden wir sehen, was passiert. Alter! Scheiße! Nein! So ist geil, die brennen alle auf immer. Irgendwas hat's doch auf sich mit den Dingern. Ja, was soll's? Pass auf. Ah. So. Alter, ich bin so ein. Ich bin so schlecht. So. Man kann sagen, dass die in den älteren Teil noch dümmer reagieren, die KI, als in den neuen Teilen dann. Weil hier ist es so, die kommen gerade auf dich zu, die bleiben dort stehen, wo sie und schießen so lange, weißt du? Ach so, cool. Also meistens, die können vielleicht schon mal bewegen, aber in den dritten Teil, da ist es so, da kommen die immer, versuchen die dich immer von hinten zu aktivieren, da wird es schon schwer und wenn du dann in Bewegung bleibst, bist du fast schon immer tot. Aber da hast du mehr Raum, denke ich mal, so von Spiel her. Hab's gesehen. Hier kannst du immer mal schön in Deckung bleiben und warten, bis sie kommen halt. Ja, das stimmt. Ja, selbst wenn sie jetzt angelaufen kommen, ist es trotzdem gut, in Deckung zu gehen. Genau, du kannst sie ja vielleicht überraschen und dann erwürgen oder so. Oder kicken, genau, geht, umboxen. Aber sonst... ja. Nee, deswegen lade ich erstmal nach. Natürlich meinen die es ernst. Die wollen auch den Goldschatz. Okay, wo war denn das? Ach, hier jetzt? War doch die Gegend. So, jetzt ach, da war doch eine Leiter, hast du freigeschossen. Einfach mal gucken. Da ist nie was drin, trotz. Vielleicht ist da manchmal so ein Schatz drin gewesen. Ja, hätte ich vielleicht auch, aber da muss eine Möglichkeit geben, das ohne Dings, also ohne Verlust. Du musst von der anderen Seite bestimmt. Ja, da liegt eine Flair rum. Die Flair von nebenan. Ja, genau, das sieht hier so das gut aus. Nepp. Na komm. Also wir haben vor uns ohne Flair auch den Weg gefunden. Ja, ne, da ging es ja runter zu. Ja. Ging es ja bergab, ne? Hier müssen wir ja. Und wenn das ist es halt schön, dass jetzt mal ausleuchten, bitte. Oh, hier wird schon wieder geschossen. Zumindest geräuschmäßig. Oh klar, war ja logisch. Sag ich da, hier wird geschossen. Es gibt glaube ich auch Achievements für Kopfschüsse und so Rotz. Ja, cool. Werden wir ja sehen, falls mal was einblinkt. Falls wir mal einen Treffer haben. Oh, das wird schön. Ja gut, das war das ist das zweite Mal erst, dass ich das Spiel. Nein! Oh, pass auf! Weg, 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 Alter. Boah! Wow. Leben Sie noch, Gott. Miss! Die Alte hat fast umgelegt. So. Ich vergiss immer ihren Namen. Das gibt's gar nicht. Oh, wir haben schon erfahren. Wie ist sie? Ich hab's auch vergessen. Wobei sie eigentlich Elena, genau. Elena, sie hat nämlich einen bekannten Namen von Vampire Diaries, wer es kennt. Gibt's auch die. Helena oder Elena? Elena. Helena. Da sind sie da. Oh, ach, Deckung! Ich weiß aber nicht, ob sie gleich geschrieben werden, aber so ungefähr klingt's. Schön in den Schädel rein. Alter! Was zum Teufel? Du sollst sterben, Mann! Na, siehst du mal, Teamwork. Schreit er noch so blöd. Jump! Yep. Ah nee, da hätte ich. Ach scheiße, hätte ich einfach oben bloß runterlaufen. Ja, aber hat doch geklappt. Naja, ich bin Drake, der chaotische, der überall lang läuft. Ach man, da kommen ja noch mehr. Ja, also daran muss man sich gewöhnen, ich will, da kommen immer wieder welche. Ah, da bin ich auch mittlerweile dran. Und, Alter! Ich dachte, das wäre das Leuchten hier noch und dann war es gar nicht mehr dort. Oh. Ach, na gut, die ging dann warte mal, ich hab die Waffe, ne? So, jetzt. Ich hab die falsche Waffe. Du kannst die auch Nahkampf lösen, wenn du die irgendwie anschleichst. Ja, wie willst du dich hier bitte schön von hinten anschleichen? Dahinter die Säulen und dann so rangehen. Scheiße. Wow! Scheiße, Drake! Lach mal Munition, wie ich gesehen hab. Ja, die konnte ich aber vorher nicht nehmen, weil war schon voll. Okay. Jetzt nicht mehr. Ne, jetzt.
vielleicht die Säule sprintest und dann die irgendwie wegknockst oder diese. Wenn du die Säule wegkommst. Ein bisschen überraschungsmäßig. Ja, ja, aber das sieht gerade schlecht aus mit der Energie. Oder warum kommt er? Das ist ja so viel zum Thema. Muni geht zur Neigung. Die alte trifft doch gar nichts. Doch, die hat von uns dem Endtypen ins Ohr getroffen. Okay, jetzt bist du schon fast tot. Das ist gar nicht gut, wenn das so anzeigt. Heilt sich das automatisch wieder? Ja, gut. Natürlich. Ja, das ist wieder so ein gutes Spiel, was sich halt nach der Zeit sich selbst heilung. Ja, es ist Munition wird nachgeladen. Hallo? Ach, hier. Okay, da war gut. So. Ja, da können wir ja hier erstmal wieder schön alles looten hier. Zack. Lade nach. So, zack. Gucken, wie viel irgendwie haben wir waren hier. Das doch vor uns mehr. Nö, das waren zwei. Ja, aber die Muni hat doch jetzt nicht gepasst von der Masse her, oder? Du hast sie immer aufgehoben. Naja. Doch, das waren doch zwei Leute. Das wären vier gewesen. Die lassen doch alle Magazine fallen, die beiden. Ich dachte, die dort da oben sind sie. Und die kommen gerade runter. Also Leute, wenn ihr runterfällt, dann bringt mir bitte schön das da oben mit. Weil sonst komme ich hier. Ach doch. Was ist das denn? Ist das Spinnwebe? Das war ein Seil. Wir haben ein Seil dorthin gehangen. Siehst du, es ist Abfall. Da oben drüber liegt noch eine Waffe. Die letzten Minuten eines stolzen Kriegers. Batsch. So, tschüss. Du hast ihn nur in Bewegung gebracht. Ich habe ihn, ja, ganz leicht angestupst und er wollte freiwillig runterrutschen. Bleiben Sie bei mir. Das sagt immer nur sie. Sag den Namen. Vielleicht ist sie gar nicht so. Elena. Ja, ich glaube, Ellie hieß sie irgendwie. Dann hat er den Namen schon ge... Fuck, Alter! Alter, wollte mich... Du kannst doch nicht zurückspringen. Klar. Ich mach Jump. Hallo, die schießen. Denkst du, ich geh da total... Die schießen nicht nur, die schmeißen auch was. Soll ich denn hier bitte... Ach, hier. Genau. Nein. Komm her. Aha. Was ist das? Okay, sind wir wieder ganz am Anfang. Alter, damn rechts. It. Schon wieder. Er bewegt sich. Na, nicht nur der. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Na, Alter, du sollst... Da ist er. So einer ist das also, der nebenbei noch ausweichen will hier. Okay. Gut, also wenn die schreien, dann sind sie tot. Sehr das war, wir haben es geschafft. Aber? Das ist ein totes Schrei. Ein ewiger. Okay, AK-Munition haben sie anscheinend alle länger. Nee, leider nicht. Aber die Kleine ist auch gut. Ja, die hat uns sehr gut geholfen bis jetzt. Gucken, wo lacht denn jetzt hier der Typ? Der ist weg schon. Wieso ist der weg? Da ist er. Nee. Ah, schon voll. Da liegt da mit der rumgequält rum. Guck mal, hier ist ein Auto jetzt. Oh mein Gott. Woher war da kein Auto? Naja, die ist ja hinterher gekommen. Sind sie überall so beliebt? Schöne Tarnung. Weiß, das sieht man überhaupt nicht. So gut getarnt. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden sie mir was. Oh. Ich schätze, das tue ich. Oha. Das ist ein geiles Flugzeug. No. Erinnert mich an eine Seegans. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Eine Stunde 15. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Tja, das hofft man immer. Warten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Klar, Balus alte Crew. Sowas schaltet keiner mehr weg. Juhu! Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Oh oh. Oh mein Gott, die See ganz brennt. Uah. Und du filmst das noch. Wie sieht denn sowas aus? Ich weiß das nicht. Ich bin nur eine Reporterin. Ich funktioniere sie noch. Das werden wir gleich
Was hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis 5 und ziehst die Leine! Jetzt los! Und dann fällt sie voll ins Wasser, weil sie bis 15 kann. Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Clever, los, ja. Oh. Oh ja. Wir sehen uns unten! Ich komm gleich nach! Ja. Okay. Meine Kamera! Oh. Sightseeing! Was mache ich hier? Ah, das Blät. Jetzt zeigt er erstmal das Abbild. Okay. Ja, super. Man springt raus! Zählt bis 5 und zieht die Leine! Kann doch nicht so schwer sein! Das ist mir verzweifelt. Ja. Jetzt auf einmal die ganze Zeit so, yeah, und dann so, yeah. Na komm, zieh! 1, 2, 3. Oh, oh. Ja, geil. Mist. Tja, das kann passieren. Ja. Alter. Stech dich mit meinem Schwert ab. Ja, super, jetzt hängt er hier rum wie ein Stück. Oh mein Gott. Juhu. Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden